Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen, die sich selbst für klug halten. Worte des Propheten Jesaja gegen die Großen und Mächtigen in seiner Zeit, in seinem Land. Weh denen, die sich selbst für weise halten. Mir fallen verschiedene Beispiele ein. An den Stammtischen, wenn denn die Kneipen wieder offen sind, da wissen alle immer alles besser. Und vor dem Fernseher auf dem Sofa, wer weiß nicht, was die Kanzlerin besser sagen, besser machen müsste? Und wer weiß nicht, welches Fußballspiel ganz anders laufen müsste? Wir halten uns gerne selber für klug. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen. Ich denke an Präsidenten, die sich selber für die Klügsten halten. Ich denke aber auch an Menschen, die sagen, Klimawandel, das gibt's doch gar nicht. Ich mache weiter wie bisher. Sich selber für weise halten, weh denen. Menschen, auf die das zutreffen könnte, wissen wir viele. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, darüber nachdenken, wen Jesaja denn wohl gemeint haben könnte und wer das heute ist, in dem Moment tappen wir schon in die Falle. Weh uns, wenn wir uns für weise, für klug halten. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir klein und dumm sein sollen? Nein, auf gar keinen Fall. In den eigenen Augen sich für klug, für weise halten. Das Gegenteil heißt, es kann sein, dass ich mich irre und ich lebe in dem Bewusstsein meiner eigenen Fehler, meiner eigenen Unvollkommenheit. Vielleicht sehe ich etwas nicht und andere sehen es besser. Sich nicht selber für weise, für klug halten, das heißt, ich bin bereit, auch auf andere zu hören. Ich bin bereit, in Frage stellen zu lassen, was ich denke und sage. Vielleicht sind die Ermahnungen, die andere mir sagen, ja berechtigt. Und vielleicht ist auch das Lob, das andere mir geben, berechtigt, auch wenn ich mich selber für klein und schwach halte. Vielleicht ist das, was andere mir zutrauen, ja angemessen. Sich selber nicht für klug halten, sich nicht immer nur um sich selber drehen. Dazu lädt uns Jesaja ein, dazu lädt uns die Losung heute ein. Aber wie machen wir das? Uns nicht nur um uns selber drehen. Die Antwort ist so einfach wie schwierig. Anderes in den Blick nehmen. Andere Menschen in den Blick nehmen. Auf andere hören, andere wahrnehmen. Kritisch sein anderen gegenüber und uns selbst gegenüber. Uns nicht nur um uns selbst drehen, uns Gott zuwenden, an ihm orientieren. Im Gebet, im Schweigen, im Hören, im Nachdenken. Dieser heutige Tag lädt uns dazu ein. Amen. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, beliebe uns, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm.
Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.